Schönen guten Tag, die achte Ausgabe der Blitznews des Remscheller Fernsehen TeleDMW vom 8. November 2014, Sprecher Michael Westkamp. Am Mittwoch, dem 5.11.2014, knallte es auf der Freiheitsstraße gegen 6.55 Uhr an der Schüttendelle unterhalb des Remscheider Amtsgerichtes. Und es gab einen schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 18-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Freiheitsstraße unterwegs war, die Kontrolle über sein Auto. Sein PKW geriet auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und drehte sich, bevor er mit der Beifahrerseite in einen entgegenkommenden Skoda sowie Ford schleuderte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda vor eine Hauswand gedrückt. Die Insassen des BMW im Alter von 18 und 19 Jahren und der Skoda, eine 49-jährige Fahrerin, waren eingeklemmt und wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte geborgen. Während der 18-Jährige und die 49-Jährige zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Remscheider Krankenhaus kamen, brachte ein Rettungswagen den 19-Jährigen mit schwersten Verletzungen in eine Solinger Klinik. Es standen etwa 4 bis 6 Rettungswagen quer auf der Freiheitsstraße rum. Die 39-jährige Fahrerin des Fords sowie ein Kind blieben unverletzt. Für die Rettung der Personen und Aufnahme des Verkehrsunfalls musste die vielbefahrene Bundesstraße von der Polizei für die Dauer von mehr als 2 Stunden teilweise gesperrt werden. Dadurch kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf ca. 32.500 Euro geschätzt. Ein Tag später knallte es schon wieder auf der Freiheitsstraße. Und da fuhr ein Kleintransporter in die Haltestelle Am Bruch, die total zerlegt wurde und mit Flatterband vorübergehend abgesperrt wurde. TeleDMW.